Warnung: Das folgende Video kann Szenen enthalten, die für manche erschreckend und verstörend sein könnten. Ich empfehle niemandem, im Deep Web zu surfen. Es ist ein fast gesetzloser Raum, in dem es viele illegale Seiten gibt. Das Deep Web ist gefährlich und jede Seite, die gegen ein Gesetz verstößt, sollte sofort den Behörden gemeldet werden. Ich widme mich in dieser Serie den etwas gruseligen und skurrileren Seiten des Deep Webs. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Into the Deep Web. Und ich glaube, bei keiner anderen Folge war die Warnung so angebracht wie bei dieser. Und ich möchte diese hier jetzt auch, bevor wir starten, gleich nochmal wiederholen. Wer etwas sensibel ist und vor allen Dingen, wer keine Bilder von toten Menschen und auch toten Kindern sehen kann oder möchte, der sollte dieses Video jetzt gleich mal verlassen. Denn ich werde in diesem Video einige, für manche schockierende, für andere interessante Bilder zeigen, von toten, echten Menschen. Also, wer da etwas sensibel ist, sollte jetzt abschalten. Denn in dieser Folge geht es um die Postmortem-Fotografie, auch genannt Memento Mori. Memento Mori ist lateinisch und heißt nicht anderes wie erinnere dich, dass du sterben wirst. Und das wird eine etwas heftigere Episode vom Inhalt her, würde ich jetzt mal sagen. Denn was müssen wir alle miteinander tun? Wir müssen irgendwann im Leben sterben. Das Leben und der Tod gehören nun mal zusammen. Und gerade im 18. und frühen 19. Jahrhundert oder sogar noch Ende des 19. Jahrhunderts war allgemein die Fotografie noch in den Kinderschuhen. Und viele konnten sich nicht leisten, Fotos zu haben. Und es war relativ schwierig, auch einen Fotograf zu bekommen. Und da war es relativ neu und modern, dass man seine Verstorbenen kurz nach ihrem Tod hat professionell fotografieren lassen. Dass man noch wenigstens ein Bild von ihnen hat. Denn wie gesagt, in der heutigen Zeit nimmt jeder sein Handy raus und kann alle mögliche Scheiße fotografieren, sei es hier von seinem Mittagessen oder von seinem Morgenschiss oder sonst was. Das war jetzt ein komischer Vergleich. Auf jeden Fall war das damals sehr populär. Und ich muss auch sagen, die Idee zu dieser Folge hat mich ein User gebracht. Einmal vielen Dank, natürlich habe ich den Namen vergessen, aber ich denke mal, du weißt, wer du bist. Ich weiß gar nicht mehr, ob es auf Facebook war oder ein YouTube-Kommentar. Auf jeden Fall wurde mir das hier mal nahegelegt. Und ich habe mich schon vor einigen Jahren mal kurzzeitig mit diesem Thema befasst. Es ist sehr morbide, sich diese Bilder anzusehen. Manche Bilder sind einfach nur traurig, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass diese kleinen Kinder nicht alt geworden sind. Aber diese Bilder strahlen auch eine gewisse Ruhe und, ich will nicht sagen Schönheit aus, aber sie haben etwas sehr Faszinierendes. Und bevor es jetzt hier zu lange wird, fangen wir an mit dem ersten Bild. Und hier sehen wir schon, wie das Ganze sozusagen gemacht worden ist, um die Körper und die Leichen der Verstorbenen so lebensecht wie möglich aussehen zu lassen, wurden sie in Pose gesetzt. Da gab es verschiedene Halterungen. Sie wurden natürlich nochmal schön angemalt, in ihren schönsten Kleidern gesteckt und bei manchen auch bei Kindern mit ihren Lieblingsspielsachen aufgebaut. Und der Kopf wurde dann gehalten von einem Stecken oder sonst was, wie man hier sehen kann, damit das so lebensecht wie möglich ist, die Illusion des Lebens beibehalten wird. Und das ist schon sehr makaber und das kann man auf diesem Bild hier sehr gut erkennen. So, und hier auf dem zweiten Bild ist, ja, dieser Typ ist wirklich tot. Das ist dieser Feuerwehrmann hier, sieht man, wie sie das gemacht haben in der Zeichnung. Da gab es richtige Konstruktionen dafür, dass die Personen dann aufrecht stehen konnten. Und fangen wir jetzt mal mit den richtigen Bildern an, obwohl das ja schon richtige Bilder sind. Und bitte bedenkt auch, da sind auch viele Kinder dabei, da in den damaligen Zeiten viele Kinder im frühen Alter gestorben sind durch verschiedene Ursachen, Krankheit oder meistens durch Krankheit. Die medizinische Betreuung war damals nicht so weit. Kommen wir also zum nächsten Bild. Und das ist jetzt, oh, keine Ahnung, ob das jemand Bekanntes, Berühmtes ist. Ich habe zu den wenigsten Bildern irgendwie große Informationen. Hier ist es eine Großaufnahme. Ich kann zu den meisten Bildern auch nicht viel sagen. Die Bilder sprechen eindeutig für sich. Da soll ich da groß drüber reden. Ich werde nur meine Eindrücke. Dieses Bild ist
Ja. Man fragt sich bei diesen Bildern immer, warum oder woran sind diese Personen gestorben? Was haben sie für ein Leben gehabt? Na, gehen wir zum nächsten. Und hier sehen wir aufgebaut. Die sieht sehr friedlich aus, als würde sie schlafen. Die Trauergemeinde um sie versammelt. Weiter geht's. Ja, das ist, es ist unglaublich. Man sollte meinen, hier ist ein Hollywood-Star aus den 1920ern oder so. Aber nein, diese Dame ist tot auf diesem Bild. Wenn man genau hinguckt, kann man das, die ausdruckslosen Augen erkennen. Aber sie, und auch an den Händen kann man so ein bisschen erkennen. Sie ist natürlich wunderbar in Pose gesetzt worden. Und wenn man nicht wüsste, dass diese Dame tot ist, dann würde man gar nicht drauf kommen, dass sie nun mal auf diesem Bild jetzt verstorben ist. Weiter geht's mit, ja, das ist ja auch ein etwas, wenn halt keine Konstruktion da war, hat man auch oft im Hintergrund halt versucht, dass Menschen die Verstorbenen festgehalten haben. Aber diese Pose ist ja wirklich sehr strange. Ich weiß nicht, was das war. Das Bild ist auch sehr verschwommen und klein. Ich weiß nicht, ob das ein Junge ist oder ein sehr komisches Bild. Ja, und wie gesagt, jetzt geht's los. Das ist ein kleines Mädchen natürlich. Das aus, dieser Ausdruck im Gesicht, dieses Leblose mit offenen Augen ist natürlich auch. Manchmal wurde sogar auf den Augenlidern, wenn die Augen geschlossen waren, Augen draufgemalt, um die Illusionen aufrechtzuerhalten. Hier kann man auch sehen, dass sie seitlich auf diesem Stuhl sitzt, weil hinten dran die Konstruktion ist, die sie festhält, dass sie nicht umkippt, dass sie den Kopf gerade hält, weil der Kopf würde ja sofort nach vorne umknicken. Oder nach hinten, je nachdem. Zum nächsten, gehen wir zum nächsten Bild. Ja, es ist, wie gesagt, es ist traurig, diese kleinen Kinder. Aber es ist der natürliche Weg, wir müssen alle sterben irgendwann. Aber bei so kleinen Kindern ist es natürlich doppelt grausam, weil die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten, die haben noch gar nichts erlebt. Ich mit meinen 34 Jahren habe vielleicht auch noch nicht so viel erlebt, aber zumindest ein bisschen gelebt. Und wenn man so sieht, dass das Sterben auf der. Ich sage, diese Folge wird ein bisschen schwieriger als die anderen Folgen. Doch mal ein bisschen ernsteres Thema. Der Tod bleibt uns alle nicht erspart. So, nächstes Bild. Das ist ja auch hier eine ganze Familie. Natürlich, ich glaube, die wurden ermordet. Und das ist natürlich ganz grausam. Vater, Mutter und drei kleine Kinder im Tod vereint. Das ist ein grausames Bild. Zu wissen, dass die ganze Familie ausgelöscht ist, das muss für die Angehörigen natürlich, boah, grausam waren, grausam gewesen sein. Hier sieht man im offenen Sarg in diesem Bild hier die Trauergemeinde. Und oft war das, wie gesagt, das Bild das einzige, was vom Verstorbenen da ist. Das heißt, die Leute mussten sich dieses Bild angucken, um ihn zu sehen, sozusagen. Das nächste Bild. Ja, auch kleine Babys werden vom Tod natürlich nicht verschont. Hier sind wohl die Geschwister, die um den Leichnam rumstehen. Bei manchen Bildern sollte ich einfach gar nichts sagen, sondern einfach nur die Bilder für sich sprechen lassen. Ich muss sagen, ich habe ja letztes Jahr, wir haben meine Videos ein bisschen verfolgt, meine anderen. Der Tod ist auch bei uns in meiner Familie eingekehrt. Meine Mutter ist verstorben. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich tatsächlich noch nie einen echten Leichnam mit eigenen Augen gesehen. Jetzt abseits von Fotos natürlich. Was auch gut so ist. Ich wollte nie einen sehen, aber ich war beim Sterben meiner Mutter dabei, die ja an Krebs erkrankt war. Und ich habe es alles miterlebt, also wie sie ihren letzten Atemzug gemacht hat. Warum erzähle ich das eigentlich? Jetzt wird das Video auch noch persönlich hier. Das Sterben ist. Wie soll ich das in Worte fassen? Also erstmal, das ist meine Sorge oder meine Angst, die ich habe, ist vielleicht nicht mal das Sterben. Ich meine, es gibt
schmerzhafte Tode und natürlich sanfte. Meine Mutter ist Gott sei Dank in Anführungszeichen friedlich eingeschlafen, obwohl in dem Fall der Tod auch eine Erlösung war, weil sie vorher schon durch Schmerzen natürlich extrem geplagt war. Krebs ist eine furchtbare Krankheit. Es gibt, wie gesagt, den schmerzfreien Tod, wo man einfach einschläft, und den gewaltsamen Tod. Meine Angst ist, glaube ich, weder vor dem Tod an sich. Ich bin jetzt nicht supergläubig, aber ich habe meinen Glauben. Ich habe auch nicht die große Angst vorm Sterben. Ich habe Angst, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich habe Angst, alleine zu sterben. Ich glaube, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, wenn man stirbt, dass da nicht jemand da ist, den man liebt und vertraut. Und deswegen war ich so froh, dass ich auch beim Sterben meiner Mutter dabei war, auch wenn es das Schwerste war in meinem Leben, was ich jemals gemacht habe. Oh, diese Folge, ich sage ja, diese Folge ist. Gehen wir mal zum nächsten Bild. Und auch das gab es natürlich. Tiere. Ich bin ja Hundebesitzer, und das trifft mich hier auch, dieses Bild trifft mich auch ein bisschen natürlich. Damals wurden natürlich auch Tiere fotografiert. So, dieses Bild. Oh mein Gott. Das sieht aus wie ein schlafender Engel. Aber die Kleine schläft nicht, die Kleine ist tot. Wahrscheinlich schon in ihrem Sarg. Das ist Wahnsinn. Da weiß ich nicht, was ich zu sagen soll. Nächstes Bild. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube nicht, dass es fake ist. Hier ist der Verwesungsprozess definitiv schon ein bisschen fortgeschritten. Da hat ein Wikingerhelm auf, also. Sehr strange, dieses Foto. Gehen wir zum nächsten. Ja, ein älterer Herr, das ist natürlich genauso traurig, aber zumindest im Gegensatz zu den Kindern hat er wahrscheinlich sein Leben gelebt. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat in seinem Leben, aber wenn ältere Menschen von uns gehen, ist es oft ein wenig leichter zu ver nicht zu verkraften, das ist das falsche Wort, aber leichter zu verstehen, den Tod mehr besser zu akzeptieren. Mein Großvater zum Beispiel ist mit 91 Jahren gestorben. Das war trotzdem traurig natürlich und auch dramatisch, aber zumindest konnte man sagen, er hat sein Leben gelebt. Aber bei den Kindern? Gehen wir zum nächsten. Ja, okay. Diese Bilder sind ja übrigens total random. Ich habe die aus dem Internet, wie gesagt, und die Reihenfolge, wie ich sie hier jetzt abspiele, ist komplett random. Dieses Ausdruckslose in den Augen. Das ist Wahnsinn. Übrigens ein Klischee in Filmen. Was überhaupt nicht stimmt und ich feststellen musste leider, ist, wenn man den Verstorbenen, kurz nachdem sie verstorben sind, mit offenen Augen die Augenlider, also wenn ihm die Augenlider zumachen möchte, die bleiben nicht zu. Das ist ein scheiß Hollywood-Klischee, wenn ihr einen Film guckt und da werden hier noch, die Augen stehen offen und da fährt er mit dem Gesicht drüber. Nein, das ist nicht so. Die Augenlider gehen wieder nach oben. Zumindest, vielleicht ist es nicht bei jedem Fall so, aber in meinem Fall war das so. Naja, gehen wir zum nächsten Bild. Ja, als würde sie ein kleines Nickerchen machen und das Buch liegt neben ihr. Sie ist beim Lesen eingeschlafen. Aber sie schläft den unendlichen Schlaf und wacht nie wieder auf. Dieses Bild ist traurig, aber hat auch eine gewisse Schönheit. Jetzt gehen wir zum nächsten. Ja, das ist natürlich. Das ist ja Wahnsinn, okay. Ich weiß gar nicht, wer hier die Tote ist. Vielleicht sind beide sogar tot, aber es ist schwierig zu sagen. Ich hoffe mal, dass eine, also die Linke wird auf jeden Fall tot sein, aber naja. Gehen wir zum nächsten. Oh, Gott, das ist jetzt Erik. Das ist, oh Mann, was. Ich kann dazu nichts sagen. Außer, dass wir zum nächsten Bild gehen. Ich weiß nicht, ob die Augen aufgemalt sind. Könnte sein. Das sieht so ein bisschen aus, dass die Augen aufgemalt sind. Die Pose ist natürlich so gewählt, dass es aussieht, als würdest du gerade aufwachen morgens. Traurig. Okay, hier haben wir einen Herrn, der mit seinen Lieblingshunden, die wohl auch tot sind, ja, definitiv fotografiert worden ist. Auch eine interessante Art. Dieses Foto. Gehen wir zum nächsten.
Also ich, die rechte scheint tot zu sein und die auf der Schaukel ja wohl auch. Ich glaube, die sind beide tot. Kann man hinten, glaube ich, die Halterung sehen, wo sie festhält. Okay, hier. Auf dem Friedhof, wahrscheinlich kurz vor der Beerdigung. Sieht sehr friedlich aus. Gehen wir mal weiter. Okay, das hier ist, das habe ich mit aufgenommen. Das ist wohl, ich hoffe, dass es kein Fake ist und nicht aus irgendeinem alten Film ist. Das ist wohl die Beerdigung oder der offene Sarg von Abraham Lincoln. Man kann es nicht so gut erkennen. Aber das ist wohl der Leichnam von Abraham Lincoln. Wollte ich mal aufnehmen. Ich habe keine Ahnung. Nachher ist es wieder ein Fake und es kommt wieder aus irgendeinem Film. Keine Ahnung, aber ich glaube mal, dass es echt ist. Ja, hier, das ist. Sieht aus wie ein Hochzeitsfoto. Oft wurden Jugendliche oder Kinder in Weiß eingekleidet, das ähnlich ist wie ein Hochzeitskleid, um ihre Unschuld und Reinheit nochmal darzustellen auf dem Foto. Ja, die Hände, ich weiß nicht, die Augen, die schauen ins Nichts. Nächstes Bild. Ja, auch hier dieses Bild, ich. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, hier ist wohl die Tochter in der Mitte ist tot und die Eltern sind, die leben. Oft haben die Verwandten halt auch noch, die lebenden Verwandten sind aber oft mit auf dem Bild, was oft gar nicht so leicht ist, weil die Entwicklungszeit war ewig für ein Foto, die mussten da ganz lange ruhig sitzen bleiben. Und hier ist ein Elternpaar, man kann ihre Trauer in ihren Gesichtern sehen. Tochter, ich glaube, die Augen sind auch aufgemalt. Puh. Hier nochmal ein kleiner Hund, der auch fotografiert worden ist. Hier ist es Wahnsinn, wie auf der Couch mal kurz eingeschlafen. Aber nein. Okay, die Folge ist wirklich ein bisschen heavy. Weiter geht's. Ja, eine Nonne. Die. Ja, ich bin gerade, ich guck gerade, ich bin fasziniert von den Bildern, aber auch schockiert. Das ist. Gehen wir jetzt zum nächsten. Hier ist ein gutes Beispiel. Oh Gott, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht sind alle drei sogar tot, ich kann es nicht sagen. Aber das. Hier sieht man, dass im Hintergrund jemand mit der Decke über dem Kopf das kleine Kind hält, damit es nicht umkippt. Da war wohl keine. War wohl nicht möglich, das anders zu machen. Deswegen hat man sich so geholfen. Das sieht natürlich noch skurriler aus, als es eh schon ist. Okay, hier. Wow. Ein Junge wahrscheinlich aus seinem Zimmer. Von außen fotografiert. Auf seinem Bett wahrscheinlich aufgebahrt. Oh Mann. Ja, und das hier ist Edgar Allan Poe. Ja, wer es glaubt oder nicht, bekannt natürlich. Nicht Edgar Allan Poe. Mein Lieblingsstück von Edgar Allan Poe ist natürlich der Rabe. Und das ist hier als Leiche. Okay, das ist auch extrem gruselig. Da muss der lebende Bruder noch die tote Hand. Ach, naja. Okay, und das hier, ich will keinen erschrecken. Ich kann nur hoffen und ich bin mir ziemlich sicher, das ist Fake. Das ist. Um das Ganze jetzt lustig, diese Folge ist nicht lustig, das ist klar. Aber das hier muss fake sein. Das sieht ja aus wie Jason Voorhees. Also kein Mensch im Leben. Das ist fake. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das. Das ist fake, auf jeden Fall. So, das war's. Das nächste Mal wird es hoffentlich nicht ganz so heavy, aber ich wollte jetzt das hier auch mal einbringen. Es ist ein faszinierendes Thema: Postmortem-Fotografie aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Sehr traurig. Die Bilder haben eine gewisse Schönheit. Was heißt Schönheit? Sie haben irgendwie. Ich kann es nicht. Es ist morbide. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Ach so, ja, und was ich noch sagen wollte, ist, diese Bilder sind jetzt nicht direkt aus dem Deep Web. Die gibt es hier auch auf ganz normalen Web zu finden. Man muss nicht immer im Deep Web sowas finden. Ich habe es jetzt hier in meine Reihe mit eingebracht. Ich wollte das sowieso ein bisschen erweitern, dass ich auch ein bisschen skurrile und unheimliche Sachen aus dem normalen Netz zeige, weil es auch oft das für mich ein bisschen schwierig ist, interessante Seiten, die ich auch zeigen kann, zu finden. Deswegen, diese
Bilder jetzt nicht direkt aus dem Deep Web, sondern aus dem normalen Web. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und ja, Carpe Diem.